Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Book of Unwritten Tales 2, dem Referenzklasse-Adventure aus deutschen Landen. Das ist sowas von urkomisch, dass ihr, wenn ihr es bis jetzt noch nicht geschaut habt, wirklich was verpasst habt. Ich muss nach Seefels und jetzt fragen wir einfach mal Papa, der ist ganz cool drauf. Wir haben gesagt, wir sind schwanger und er so, jo, alles klar. Dann fragen wir doch mal, wie wir nach Seefels kommen. Wenn selbst du nicht weißt, was es mit meiner Schwangerschaft auf sich hat, muss ich nach Seefels reisen und den Erzmagier fragen. Dass ich es nicht weiß, bedeutet, dass du nicht auf natürliche Art schwanger geworden bist. Und wenn etwas nicht den Gesetzen der Natur entspricht, dann ist es Magie. Mit diesen Dingen kennt sich niemand besser aus als Alistair. Dann sind wir uns einig. Wie Schnecken, die auf Kohlrabi sitzen. Nur deine Mutter wird es nicht zulassen. Daran arbeite ich. Erleuchte mich, Vater. Geister und Dämonen, Tango tanzend und unflätig furzend, sind verwirrend für die geistig Schwachen. Das ist interessant. Ja, mein Vater ist ein weiser Typ. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. Ich habe irgendwie keine Idee, wie ich hier rauskommen soll. Also Gold hat er auch nicht. Wir können ja mal Mutter fragen, ob die uns einen Eimer Gold gibt, aber naja. Ich lasse sie arbeiten. Diese Sache mit der magischen Seuche scheint sie wirklich zu beunruhigen. Ja, und wir wollen da helfen, aber ich sehe im Moment noch nicht, wie wir das bewerkstelligen können. Das Angelbuch lesen macht auch keinen Sinn. Ausgestopftes Monster nochmal anschauen dürfte auch keinen Sinn geben. Manchmal sieht man den Wesen unserer Welt gar nicht an, dass sie sich natürlich entwickelt haben. Sie sehen dann aus, als ob ein verrückter Künstler sie sich ausgedacht hätte. Vielleicht können wir ja mit dem Minecraft-Schwert uns hier durch den Boden... Nee, wir können immer nur weiter drehen. Das Angelbuch lesen. Dem Medizinbuch. Cheap. Ich weiß nicht, wo ich Gold herkriegen soll. Hey, Cheap. Meinst du, ich... Du hast recht. Sie würden es überall herum erzählen. Nicht ideal, wenn ich inkognito reisen will. Bin gleich wieder da, Cheap. Haben wir denn vielleicht in unserer Schmuckschatulle noch irgendwas, was wertvoll ist, was wir da verwenden können? Nein, haben wir nicht. Hier ist überhaupt nichts mehr, was wir irgendwie verwenden können. Nur noch die Spieluhr. Ich weiß nicht, wie Cheep Cheep sich daraus befreien konnte, aber er erzählt gerne, dass er verschiedene mystische Kampftechniken beherrscht. Vielleicht hat ihm das geholfen. Und für irgendwas... Für irgendwas brauchen wir noch den Spaten. Ja, Moment mal. Moment mal. Sagt denn nicht die Legende, dass am Ende eines Regenbogens ein Topf von Gold ist? Können wir vielleicht einen Regenbogen erzeugen irgendwie? Und den muss man dann ausgraben, ne? Irgendwie. Huch. Ich meine, das ging so, ne? Also schauen wir mal, ob wir vielleicht da irgendwie... Da müssten wir ja mit dem... Vielleicht hiermit... Ne. Hiermit... Angeln will ich auch nicht mehr, oder? Nee. Ich denke, ich habe genug geangelt für einen Tag. Es gibt anderes... Ein Regenwurm, ein Regenbogen. Die Regenwürmer könnten wir wieder zurücktun, ne? Nö. Am Ende des Regenbogens wirst du einen Topf voll Gold finden. So heißt es doch immer in den Märchen und in den Legenden. Aber irgendwie... wo soll ich denn hier einen Regenbogen herkriegen?
Das wäre aber eine coole Idee eigentlich, wenn das so funktionieren würde. Kann man die vielleicht die glückliche Weide angraben oder ausgraben? Nee, auch nicht. Hm. Die Schale ist auch jetzt nicht mehr von Bedeutung. Einzig mit Arbor können wir noch mal reden, aber der hat ja schon gesagt... Ich wüsste nicht, was ich ihn im Moment fragen sollte. Genau. Können wir mit dem Vogelbad was anstellen? Im Vogelbad ist nur noch sehr wenig Wasser. Cheep Cheep behauptet immer, es würde schnell verdunsten. Ich glaube aber, es liegt am ungehemmten Badespaß und seiner mittlerweile nicht unerheblichen Körperfülle, dass ständig Wasser nachgefüllt werden muss. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas... Bis jetzt hatten wir damit noch nichts angestellt. Aber wie machen wir... Also schön, frisches Wasser fürs Vogelbad. Noch mehr? Nö. Wenn mir die Flucht gelingt, wird es einige Zeit dauern, bis Cheep wieder in diesem Becken planschen kann. Habe ich ein Recht, ihn damit hineinzuziehen? Ich sollte ihm die Wahl lassen, hierher zurückzukommen, sobald ich außer Landes bin. Hm. Im Moment sehe ich keinen Sinn in dem, was ich tue, ehrlich gesagt. Angeln? Nee. Was hat denn das Buch mit der Holzver... Ah! Nee. Ob Bäume einen Schreiner wirklich für den Butzemann halten? Es ist nicht nett, aber das muss ich ausprobieren. Man kann einen Baum mit Hilfe einer Axt und Keilen problemlos fällen. Meiner Erfahrung nach geht jedoch nichts über eine scharfe Säge, die von zwei Mann geführt wird. Alter Schwede. Ritschratsch beißen sich die Zähne der Säge ins Holz und schon nach Minuten stürzt selbst der größte Baum zu Boden. Anschließend werden kleinere Äste und die Rinde am Stamm mit Beilen entfernt. Ah, und die Zweige gehen in den... Zersägt in mehrere Stücke, ist der Baum für den Abtransport bereit. Nö. Wow, ich fühle mich schmutzig. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder eine Trauerweide. Und da ist der Regenbogen. Es ist awesome. Das ist echt, also Leute, wisst ihr, das ist, weil die Zweige in das Wasser und überhaupt alles... Wer kommt auf so eine... Ich meine, was haben die geraucht oder was nehmen die? Ich hoffe, das ist irgendwie nichts Härteres. So, hier, buddeln, da wo der Regenbogen ist, bitte. So. Ja, aber solche Rätsel kann man einbauen, weil diese Legende am Ende des Regenbogens ist ein Topf von Gold. Kennt, glaube ich, jeder. Ein Kessel voll Gold. Und kein grimmiger Kobold, der ihn bewacht. Glück muss man haben. So, jetzt können wir zur Hypogreifen-Gesellschaft gehen. Übrigens, die Hypogreifen auch wieder eine Anspielung auf World of Warcraft. Also die Entwickler haben neben Minecraft auch WoW gespielt. So, wir zeigen Cheep Cheep mal den... Nein, wir reden mit Cheep Cheep, dass wir das Gold haben. Cheep. Hey Cheep. Wir haben das Gold. Ich habe hier einen Kessel voll Gold. Am besten wäre es, wenn du ihn zum Gestüt bringen könntest. Ich weiß auch, dass er zu schwer ist. Trotzdem, du könntest den direkten Weg nehmen, wirst an den Landesgrenzen nicht aufgehalten und wärst in wenigen Stunden wieder hier. In Seefels half mir ein Stärkungselixier gegen eine Orkkriegerin im Armdrücken zu gewinnen. Etwas in der Art bräuchten wir für dich. Bin gleich wieder da. Schauen wir doch mal das Buch. Ich wünschte, es gäbe einen Anhaltspunkt, dass das Buch sich geirrt hat, aber leider ist es sich sehr sicher und ich weiß, es hat recht. Ich weiß nur, dass ich hier weg muss, bevor Mutter etwas erfährt.
Der Erzmagier in Seefels wird wissen, was zu tun ist. Vielleicht nach einer frischen Stärkung Sonnenblumenkerne? Wo will ich denn jetzt hin? Hallo? Jeep ist hier. Hey, Jeep! Ich habe hier einen... Ich weiß auch, dass er zu schwer ist. Trotzdem, du könntest den direkten Weg nehmen, wirst an den Landesgrenzen... In Seefels half mir ein Stärkungselixier gegen eine Ork-Kriegerin im Armdrücken zu gewinnen. Etwas in der Art bräuchten wir für dich. Bin gleich wieder da, Chief. Woher soll ich denn jetzt noch wissen, was ich da reingekippt habe damals? Regenwürmer? Nee. Nein, ich habe ihm heute schon genug. Cheap kann anstrengend sein, aber wenn es hart auf hart kommt, kann ich mich immer auf ihn verlassen. Nee, die will er nicht, das wissen wir ja schon. Hä? Ach so. Und wieso ich die Angel so umgebaut habe? Ist mir auch noch nicht ganz klar. Vielleicht war es Arbor ja, wie man ihn... Nein, nicht das Schwert drehen. Vielleicht weiß Arbor ja, wie man das... wie man Stärkungselixier bekommt. Oder Mutter weiß das. Oder der Brunnen hier. Hey! Ein Regenbogen hat sich gebildet. Seit die Weide aus... unerklärlichen Gründen die Äste hängen lässt, scheint die Sonne wieder direkt auf den Wasserfall und der wirft einen hübschen Regenbogen in den Garten. Ich wüsste nicht, was ich ihn im Moment fragen soll. Ja, Stärkungstrank. Bei solchen Sachen wäre ja das Buch gefragt, aber das redet ja nicht mit uns. Da können wir nur Mutter oder Vater fragen. Und da habe ich das ungute Gefühl, dass das nichts bringen wird. Diese Sache mit der magischen... Fragen wir also Vater, der eine Idee hat. Du, Papa? Ja, Spätzchen? Ah ja. Mal angenommen, Cheep Cheep soll etwas Schweres durch die Luft transportieren. Wie könnte ich dafür sorgen, dass er es schafft? Du könntest mich darum bitten, ihm die entsprechenden Kräfte zu verleihen, was du hiermit getan hast, nicht wahr? Würdest du? Ich kann ihm zusätzliche Kraft schenken. Aber der Effekt wird nicht lange genug anhalten, um euch, sagen wir mal, nach Seefels zu bringen. Das muss er auch gar nicht. Es geht nur um eine kurze Strecke. Bring mir einige Sonnenblumenkerne. Ich habe hier ein paar Sonnenblumenkerne. Ja, die Betonung ist bei solchen Dialogen immer schwierig. Was macht denn jetzt? Greift in seinen Bart? Oi. Das war's? Gib Cheep Cheep diese Körner zu essen, kurz bevor er zu seiner Reise aufbricht. Danke. Alles andere als schick. Sie muss also sehr nützlich sein. Sie macht mich zur Meisterangerin. Oh, das hättest du auch werden können, wenn du ein paar hundert Jahre geangelt hättest. Jetzt hat dich die doofe Mütze all des Spaßes beraubt. Okay, ja, du bist echt der Geilste. Also, los geht's. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. Ja, also Cheep Cheep kriegt jetzt von uns die Megakörner. Und dann kann der kleine Vogel mit dem riesen Kessel zur Hypogreifengesellschaft fliegen und dort, ja, ihr seht es schon, also das... So, komm her, Dicker.
Vater hat diese Sonnenblumenkerne verändert. Und? Spürst du etwas? Ja, wie über Asterix und Obelix. Nun übertreib mal nicht. Schon gut, hier. Na, wie soll das denn gehen? Alter. Ob das gut geht? Cheap neigt ohnehin zur Selbstüberschätzung. Was ist dann erst mit Super Cheap? Super Cheap. Ja, und jetzt müssen wir hier warten, oder wie? Es wird ja sicherlich ein Weilchen dauern, bis er wieder da ist. Dann drehen wir wieder das Minecraft-Schwert. Nach vorne. So. Gut. Helme mit Hörnern. Cool, aber nutzlos. Ich dachte, er hätte jetzt nochmal die Geschichte erzählt. Schade. Ja, die ist echt awesome. Also. Vor einigen Jahren machte dieser Drache Ärger. Ein Kopfgeld wurde ausgeschrieben und alle Helden des Landes wurden aufgefordert, den Drachen zu erschlagen. 40 mutige Recken drangen in die Höhle der Bestie ein und erschlugen sie. Sie brachten den Kopf zum Palast und er wurde dort aufgehängt, um vom Sieg zu künden. Das Seltsame war, dass wenig später andere Abenteurer kamen und einen identischen Kopf dabei hatten. Dann kamen weitere Helden und dann noch mehr. So, nicht zum Hauptmenü. Wir wollen hier... Wo ist denn Cheap Cheap abgeblieben? Der müsste ja gleich dann hier mit welchen Gra... Oh! Alter, was macht der Vogel mit dem... Jetzt übertreibt er es aber. Echt mal. Er konnte nicht widerstehen und hat den Hippogreif gleich mitgebracht, wie es scheint. Da drin ist er also? Unser Hippogreif? Warum hat das Gestüt ihn verpackt? Hätten sie ihn nicht einfach neben dir herfliegen lassen können? Du meinst, er war schon in der Kiste? Du hast ihn gar nicht gesehen? Dein Vertrauen möchte ich haben. Naja, wenigstens ist er munter. Cheap hat den Hippogreif blind gekauft. Sein Vertrauen in das Gestüt Ikuleus ist größer als sein Misstrauen in die Verschlagenheit der Menschen. Ganz ruhig, ich bin ja schon dabei. Was zum... Nein, was ist das denn für ein Schwachsinn? Hast du noch die Quittung, Cheap? Nein, was soll das denn sein? Cheap? Sah der Hippogreif in deinem Magazin nicht anders aus? Größer? Mehr Greif? Weniger Hippo? Es ist doch wohl... Oh. Ob das die Seuche ist? Mutter sagte, sie verwandle Dinge. Hältst du es für möglich, dass das einmal ein stolzer Kampfhippogreif war? Ob das wohl eine Einspielung auf Rainbow Dash sein soll? Man weiß es nicht. Ja. Ob mich der kleine Kerl bis nach Seefels tragen kann? Ich habe es eilig und ob ich auf die Schnelle eine andere Transportmöglichkeit bekommen kann, steht in den Sternen. Nach allem, was wir wissen, könnte jeder Hippogreif in der Welt dort draußen jetzt so aussehen. Ich denke, wir müssen mit dem zufrieden sein, was wir haben. Ja, und ob wir dann mit diesem Rainbow Dash greifen in der nächsten Folge losfliegen werden, das erfahrt ihr wann? Richtig, in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt The Book of Unwritten Tales. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das überall weiterempfehlt, denn ja, es ist Adventure der Referenzklasse, muss man einfach mal so sagen. Und so ist es und so bleibt es. Haut da rein, wie gesagt, Early Access und bis zum nächsten Mal. Tschüss!